Wir gehen jetzt nochmal zum Modell Bonn Union, das schaffen wir. Na? Das Beste kommt zum Schluss, aber das Wichtigste natürlich, haben wir an dem Standort auch eine Kasse. Das heißt, ihr könnt sofort unsere Schnäppchen kaufen. Ne? Wir haben die Schienenstraßenbusse reduziert, wir haben den KLV reduziert, wir haben ausgewählte Kühlwagen reduziert und noch vieles mehr. Heiko, da sind wir. 25 Jahre Modellbahnunion, wir sind da. Heiko kommt raus, das ist lieb von dir. Ich habe eine Frage reinbekommen. Direkt nochmal von mir, erstmal bevor ich die Frage stelle. Herzlichen Glückwunsch. Schon wieder? 25 Jahre Modellbahnunion, das sage ich ja heute schon zum 36. Mal. Was muss ich dir eigentlich gratulieren? 9 Jahre DM-Toys? 9 Jahre DM-Toys, 9 Jahre Modellbahnunion. Ich bin ja auch schon dabei. Und Heiko, wie lange kennen wir beide uns eigentlich schon? Aber wir kennen uns ein paar Tage länger, da hast du noch bei den Mitbewerbern gearbeitet. Die nicht hier sind heute. Die heute leider nicht hier Komisch. Sind. Komisch. Ja. Also ich bin übrigens mein erster Lieferant waren vor 25 Jahren. Schade, dass sie nicht hier sind. Ja. Also das Komische ist, ich bin 19 Jahre, jetzt mittlerweile in der Modelleisenbahnbranche. DM Toys ist 20 geworden dieses Jahr. Also man sieht, meine Verbindung ist da schon recht nahe. Du bist ja schon ein alter Hase mit 25 Jahren Modellbahn Union. Wobei, du bist sehr jung. Hast du mich gerade Wie hast du das denn geschafft? Ja, hast du dich mit 14 selbstständig gemacht? Mit 5 angefangen. Ja. Maschinen. Also, wir haben eine wichtige Frage. RE5, RX. Wir machen doch irgendwas damit, ne? Mit diesem Wechselschildchen da oben. Ja, wir machen tatsächlich Wechselschildchen, indem wir euch für jedes Ziel, was ein Rhein-Ruhr-Express anfährt, für jedes Ziel, die entsprechenden Anzeigen machen. Das heißt, ihr könnt euren RX nach, jetzt vergesse ich bestimmt irgendwas, Koblenz, Aachen, Düsseldorf, Dortmund, Hamm, Köln-Bonn Flughafen. Dortmund auch, ja? Dortmund gibt es tatsächlich auch, da endet eine Linie. Kassel. Was war nochmal das Gegenteil der Koblenz-Linie? Wesel, glaube ich. Irgendwer wird mich jetzt verbessern, aber ich glaube, es ist. Ja, also schreib es in den Chat, falls ihr doch noch eine andere Endstation kennt, die wir unbedingt machen müssen. Also wir machen alle. Also wir machen ja Wechselschilder, ne? Also beziehungsweise, dass man das wunderbar relativ einfach austauschen kann. Das ist ganz einfach. Wir hatten erst eine komplizierte Lösung, dann haben wir beschlossen, die komplizierte Lösung sieht nicht so gut aus und haben jetzt eine besser aussehende, einfache Lösung. Ja, sehr schön, ne? Wie sich so alles ergibt, ne? Ich hatte natürlich eben noch eine Frage gehabt zum aktuellen Stand des Desiros. Da würde ich behaupten, kannst du uns den auf der Anlage präsentieren heute oder geht das nicht? Das ist im Prinzip der Stand, den die Leute schon im Live-Shopping gesehen haben. Also wir können ja mal rumgehen. Ja, der Stand war ja, dass jetzt haben wir neue Boxen drin. Ne? Jetzt haben wir neue Boxen drin. Also neue Lautsprecher. Das können wir hier draußen nicht machen. Ich stelle mich hier so hin. Tada! Und dann geht das. Also wir können mal eins ausprobieren, weil du hast jetzt dieses tolle Puscheltier. Ja. Halt es mal dahin. An den Wagen? An den. Da kann mal die Regie vielleicht Rückmeldung geben, ob man es hört. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Wir verabschieden uns von unseren Fahrgästen und wünschen einen angenehmen Tag. Na guck. Ja. Wollen wir mal rufen? Ich habe den Zettel vergessen, was ist. Und so weiter und so fort. Oh, da kriegst du jetzt Ärger mit der Lena. Eieieiei, da ist wieder was abgerissen, du. Ja. Ich weiß nicht. Also das ist, was wir hier sehen, ist das, was man Engineering-Endmuster heißt. Also da ist die Technik drin, wie sie dann jetzt im Original zu... Also das ist für mich ja nochmal... ...verbaut wird. Genau, das ist jetzt das absolute Endmuster, richtig? Also im Prinzip haben wir hier zwei Sachen stehen. Wir haben einmal das Bedruckungsmuster, da ist aber keine Technik drin. Und wir haben das technische Endmuster mit den verbauten Lautsprechern, mit den verbauten Platinen. Und so weiter und so fort. Darin ist der aktuelle Decoder, den wir einbauen werden. Das Ganze hat jeden Test überlebt und konnte in die Produktion gegeben werden. Konnte was? Konnte in die Produktion gegeben werden. Das heißt? Das heißt, dass jetzt fleißige Menschen in unserer Fabrik diese Züge bauen und dass sie dann hoffentlich Ende September hier sind. Also auf jeden Fall, das Modell ist jetzt in Produktion. Ja. Und es kommt dann, wann es kommt. Ich persönlich im Vertrieb kann schwierig was sagen, aber also ich habe Angst, immer was zu sagen. Nein, wir kriegen das hin. Wir wurden ein bisschen unter Druck gesetzt, weil unsere Freunde von Siemens brauchen ganz dringend für die InnoTrans, alle wissen jetzt, dass die Anfang September ist, brauchen die ihre Ägyptenmuster. Aha. Und deswegen kriegen die schon mal ihre Dummies, die dann zeigen. Und danach werden dann unsere Züge entmontiert, die Technik kommt rein und dann geht das los. Also unser Modell wird gleichzeitig mitproduziert. Ja. Das Einzige, was bei uns halt noch reinkommt, ist die Technik. Genau. Und wir sind in Produktion. So sieht's aus. Konfetti. Ja, wir hätten eigentlich noch Containerwagen für euch gehabt. Die sind leider erst in 2 Wochen da. Das heißt, beim nächsten Live-Shopping oder beim übernächsten Live-Shopping Ach, guck mal. Können wir uns bedruckte Muster, unser LGS 580, angucken.
Da hat ja speziell jemand nachgefragt. Ne? Also von daher kannst du dann im nächsten oder übernächsten Live die auch zeigen. Hey, sieht's aus. Cool. Tja, mehr Neues habe ich nicht für dich. Ja, aber das war ja schon, hallo, das war ja schon top. Also, unsere neuen Figuren gehen weg wie... Die müssen wir ja auch nochmal kurz zeigen. Wie freies National Express Popcorn hier. Ja, das freut mich zu hören. Ja, die sind irgendwo da hinten. Wir haben hier die Gangster, die kennt ihr schon auf der Anlage. Die anderen Figuren sind im Webshop. Die nächste Charge ist unterwegs schon. Ja. Ich glaube schon, ja, das bereiten wir vor. Gucken wir mal. Wir warten noch auf Ideen. Also wir haben auch eine ganz spezielle Figur gemacht, beziehungsweise Figuren. Davon weiß der Heiko aber noch nichts. Wird eine Überraschung. Werdet ihr morgen sehen. Zeigen wir irgendwas Story. Solange das nicht ich ohne Klamotten bin, ist alles. Davon habe ich so viele Bilder gemacht. So, also, wir sind fertig hier. Wir haben jeden Hersteller, jeden Aussteller gemacht. Und könnten jetzt noch eure Fragen beantworten. Ich würde jetzt nur so ein bisschen rumquatschen. Und falls ihr noch eine Frage habt, würde ich sie noch beantworten. Ich freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich riesig, dass ihr einschalten werdet. Ich freue mich riesig für die, die heute hier waren. Und natürlich freue ich mich umso mehr, wenn ihr morgen entweder nochmal kommt oder zum ersten Mal kommt oder diesen Live zum ersten Mal sieht und uns vorher noch gar nicht kanntet.